Das Gepolter von Mülltonnen, die mit viel Schwung über Gehsteigkanten geschoben wurden, weckte mich gegen 10:30. Ich wälzte mich zur Seite, um der grellen Hitze des Sonnenflecks zu entziehen, der auf meinen Oberkörper projiziert wurde. Noch halb vom Schlaf betäubt, angelte ich die Fernbedienung unter dem Bett hervor. Ich drückte die Play-Taste und Henry Rollins brüllte mir ins Ohr, dass er eine geballte Faust sei, bereit, die Wand zu küssen. Ich drehte etwas lauter, ließ die Musik im Zimmer umherfließen und stand schließlich widerwillig auf. Im Vorraum, der die Größe eines Kinderbeichtstuhls hatte und gleichzeitig Küche, Bad, Abstellkammer und Empfangszimmer war, herrschte die übliche Unordnung. Feuchte, gammelig riechende Handtücher, Altpapier, Säcke mit Dosen, Plastikfolie, Biomüll und Restmüll. Seit es in Wien das neue Mülltrennungsgesetz gab, machten die Tragtaschenhersteller sicher den dreifachen Umsatz. Ich sah mir diese Sackversammlung an und fragte mich zum wiederholten Male, wozu das Ganze. Ich schraubte die Glühbirne, die über dem Spiegel hing, ganz in die Fassung hinein, um ein bisschen Licht zu haben, denn Schalter gab es keinen. Dann schmierte ich mir das Gesicht mit Rasierschaum voll, suchte mein Rasiermesser und fand es unter einem Haufen gebrauchter Taschentücher. Ich betrachtete in meditativer Andacht die Kaffeemaschine, sah zu, wie sich die heißen Wassertropfen durch das grobkörnige braune Pulver fraßen, als das Telefon erneut läutete. Ein verdammt hartnäckiger Störenfried. Ja, sagte ich. Du wirst mich vielleicht nicht mehr kennen, sagte eine männliche Stimme. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen und du wunderst dich wahrscheinlich, dass ich ausgerechnet dich anrufe, nach allem, was zwischen uns war. Verdammt, war das die Telefonausgabe von Was bin ich? Damals hat es das noch gegeben. Hör mal, sagte ich, deinen Sinn für Theatralik in allen Ehren, aber gewinne ich einen Preis, wenn ich errate, um welchen Spaßvogel es sich handelt? Die Stimme sagte, ich bin's, Paul. Paul. Der hatte mir zu meinem Glück gerade noch gefehlt, diese miese, kleine Kröte, der ich damals, als wir gemeinsam in Vorarlberg zur Schule gegangen waren, die Nase gebrochen hatte, mit voller Absicht und großer Befriedigung. Dieses Würstchen hatte mir meine Freundin ausgespannt, hatte sie mit seinem intellektuellen Gesülze eingewickelt und ihr nach allen altmodischen Regeln der Kunst den Hof gemacht. Blumen, Bonbonieren mit handgeschriebenen Gedichten, Theaterabende, als ob sich Simone fürs Theater interessiert hätte. Die war nur scharf aufs Kiffen, Bumsen und Herumhängen gewesen, Disziplinen, in denen ich alle Rekorde hielt. Ich parkte das Telefon am Boden und starrte die Kaffeekanne an, fühlte meinen Puls, trabte in die Küche, schüttete den restlichen Kaffee in den Ausguss und trank einen halben Liter Orangensaft. Aß dazu ein Naturjoghurt, dessen Datum abgelaufen war und das fürchterlich schmeckte. Dann ging ich zurück ins Zimmer und schob eine CD in die Anlage. Henry Rollins sang, dass er jemanden gleichzeitig liebte und hasste. Ich dachte an Simone und Paul. Ich trat ans Fenster und schaute hinunter auf die Straße. Mir war, als hätte ich eben ein rotes Golf-Cabrio um die Ecke verschwinden sehen. Freitagnacht Westbahnhof, Paul kommt an, die Geschichte geht richtig los. Was sich dann weiter ereignet, müssen Sie selber lesen. Applaus